Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen bei Wetten, dass. Mein Name ist Thomas Gottschalk und Sie sehen eine weitere Folge von Wetten, dass, wie immer Live-Übertragung aus dem ZDF-Fernsehstudio. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, heute habe ich Ihnen hier im Live-Studio vom ZDF einen ganz besonderen Gast, mit dem ich gleich ein Interview machen werde, und zwar mit dem Vater eines berühmten türkischstämmigen Komikers, und zwar mit dem Vater von Bülent Ceylan. Yeah, herzlich willkommen, Herr Ceylan. Herr Ceylan. Herr Ceylan. Mensch, ich wollte Ihnen ein paar Interviewfragen stellen, Herr Ceylan. Ja. Sind Sie stolz darauf, ja, dass Ihr Sohn Bülent so ein berühmter Mensch ist? Ja. Ist es ein erhebendes Gefühl, genau, der Vater einer so berühmten Persönlichkeit zu sein? Ja. Und Sie sind der Meinung, dass Ihr Sohn Bülent der Familie Ceylan sehr viel Ehre bringt. Sehr viel Ehre, oder? Ja. Also es ist ein tolles Gefühl, der Vater eines so berühmten Komikers, eines Superstars zu sein. Herr Ceylan, stimmt es übrigens, dass die Schwester von Bülent, also Ihre Tochter, ja, dass die verheiratet ist mit der Schwester von diesem vietnamesischen Komiker Thu Thi Tran? Ja. Also der Bruder vom vietnamesischen Komiker Thu Thi Tran ist verheiratet mit ihrer Tochter, also mit Bülents Schwester. Ja, ich meine, ich wusste nicht, ob es ein Gerücht ist oder nicht, Herr Ceylan. Herr Ceylan, und es ist ein geiles Gefühl, Ihren Sohn Bülent im Fernsehen zu sehen. Ihr Sohn Bülent hat ja auch viel gemacht mit Özcan Kosa. Ja, also er hat ihn ja schon so ein bisschen hochgebracht. Der Özcan Kosa, der Özcan Kosa hat ja viel von seinem Ruhm Bülent Ceylan zu verdanken. Denn er hat ihn ja unter seine Fittiche genommen. Herr Ceylan, ich finde es toll von Ihrem Sohn, dass er so sozial eingestellt ist und dafür gesorgt hat, dass Özcan Kosa halt ein bisschen bekannt ist. Ja, ich meine, die sind ja zusammen auf Tour gewesen, Ihr Sohn und der Özcan Kosa. Stimmt es eigentlich, dass Ihr Sohn Bülent Ceylan eine Hauptrolle spielen wird im neuen Erkan und Stefan Film? Im Jahr 2023 sind die Dreharbeiten vom Herr Ceylan? Vom, ja. Also Ihr Sohn Bülent Ceylan wird im Jahr 2023 eine Hauptrolle spielen, ja, bei Erkan und Stefan in dem Film. Und er freut sich auch schon so drauf, ja, oder? Stimmt es eigentlich, dass der Bruder von Kaya Jana, genau, dass der Bruder von Kaya Jana verheiratet ist, genau, mit der Schwester von Komiker Ozan Yaran? Yes. Ja. Ah, okay. Genau. Ich danke Ihnen fürs Interview, Herr Ceylan, und ich meine, Sie sollten wirklich stolz darauf sein, ja, dass Sie der Vater eines so berühmten Menschen sind. Ja, genau. Mein Name ist Thomas Gottschalk. Yeah, Thomas Wetten, Gottschalk. Das, yeah.